Der Begriff Warfluencer ist relativ neu und es ist, glaube ich, noch nicht ganz genau definiert, was es jetzt ist. In manchen Konflikten, wie zum Beispiel in der Ukraine, sind das im Prinzip Influencer, deren kompletter Content sich um Krieg und um Konflikte dreht. Und so gesehen könnte man auch sagen, dass ich ein Warfluencer bin, als Kriegsjournalist, der in sozialen Medien darüber berichtet. Das hat die Gefahr, dass es eben so ein bisschen zur Show wird, dass es Militainment wird, also dass es nur noch so die optisch ansprechenden Sachen im Vordergrund sind und nicht mehr der saubere Journalismus, der versucht, Konflikte zu erklären. Und das ist natürlich ein Risiko, das wir versuchen zu umgehen, indem wir schauen, okay, was sind die Geschichten, die wir erzählen wollen, und erst dann drauf gucken, was sind die Bilder, die wir dazu brauchen.